Ja, Leute, Marc Bellinghaus. Ich habe bei meinem letzten Video über die Sendung Markus Lanz, Saskia Esken und anderen Gästen das Wichtigste vergessen. Und zwar den Begriff Deportation. Deportation bedeutet, Leute in Güterwaggons ins KZ abzuholen, abzuschicken, wegzuschicken und umzubringen. Und diesen Begriff, der wirklich durch den Holocaust, durch die Verbrechen der Nazis des Dritten Reiches vorbelastet ist, diesen Begriff hat Frau Saskia Esken, noch Vorsitzende der SPD, benutzt in einer Talkshow mit Markus Lanz. Und hat ihn, wahrscheinlich hat sie ihn ganz einfach verwechselt mit dem Wort, was nicht minder negativ belastet ist, Remigration. Wir alle wissen, wir brauchen unsere ausländischen Mitbürger, die in so und so vielter Generation hier leben. Und die kann man auch und wird man auch nicht aus Deutschland wegschaffen dürfen und können und auch müssen. Und insofern hat Frau Saskia Esken da wirklich Volksverhetzung begangen. Das ist meine Überzeugung. Leute, ihr wisst, ich war selbst in der AfD für ein Jahr, um ein Buch zu schreiben über Frauke Petry. Und ich habe dieses Buch auch angeboten. Ich hatte schon einen Vertrag mit einem Verleger. Und dann ist Frauke Petry ganz überraschend zurückgetreten und mein Verlag hat das Projekt eingestampft. Ich hatte keine Möglichkeit, mein Buch Petri Unheil, mein Jahr in der AfD zu veröffentlichen. So, das ist dieser Punkt. Aber was hier abgeht, mit einer Frau, die immer noch die Vorsitzende der SPD ist, und ich habe selbst die SPD gewählt, ich habe auch Fotos, ich war mit einem Freund da, wir haben Fotos gemacht, nur um das zu beweisen. Nicht, dass jemand sagt, ach, der war in der AfD, der ist ein verkappter AfD-Wähler. Nein, es ist komplett anders. Aber so eine Frau hier sitzen zu sehen, in einer Talkshow, sich um Kopf und Kragen redend, dann auch noch mit einem Herrn Martin Sellner zu kommen, das ist so schäbig, das ist so niederträchtig. Frau Esken hätte ich Sie am liebsten gefragt. Frau Esken, wenn der Herr Martin Sellner in den Rhein springt, springen Sie dann hinterher? Ich komme aus Koblenz, insofern ist dieser Spruch damals geläufig gewesen, wenn jemand irgendwas tut, nur weil das jemand anderes tut. Frau Esken sollte tatsächlich mit einer Strafanzeige angezeigt werden wegen Volksverhetzung. Den Tatbestand der Volksverhetzung hat sie in einer öffentlichen Sendung, die von vielen Leuten gesehen wird, begangen. Es gibt da kein Ausreden. Frau Esken hat in dem Moment, in dem Herr Lanz sie darauf hingewiesen hat, gemerkt, dass sie einen Fehler gemacht hat. Sie hätte sagen können, ah, Entschuldigung, das tut mir leid, das habe ich nicht so gemeint. Ich wollte eigentlich sagen Remigration. Herr Lanz hat Frau Esken auch noch darauf hingewiesen und da kam der Dickkopf dieser Frau durch, die nicht aufhört zu reden, fängt immer wieder einen neuen Satz an, lässt keinen anderen gegenüber gelten und deswegen habe ich sie auch logischerweise mit einem Erich Honecker verglichen. Sie klebt an ihrem Stuhl. Sie ist zu arrogant zu sagen, ihr wisst ja was, Leute, wir sind so eingebrochen, irgendjemand muss dafür die Verantwortung übernehmen und ich mache das. Das hätte diese Frau schon längstens machen sollen. Aber sie ist ja einfach zu eitel und arrogant. Aber hört noch mal rein, hier ist Saskia Esken, wie sie von Herrn Lanz komplett überführt wird. Was uns Sie am sagen, meisten Sie konnten schmerzt, dieses Ergebnis nicht anders erwarten? es war nicht anders zu erwarten, Sie sind sehenden Auges, sollen dieses Ergebnis nein, rein? nicht sehenden Auges, sondern realistischerweise. Wir haben ja Umfragen gehabt Und vorher. Wir wissen ja, wie die zu Stimmung da Recht ist. Das ist ein ganz anderes Thema. Ich habe gerade beschrieben, was die Regierung geleistet hat. Nee, Denn Sie wir haben haben. gerade, nee, Sie haben gerade die Doch, sozusagen hab ich. Erklärung, ich möchte nicht das böse Wort Ausrede benutzen, genommen und haben gesagt, da gibt es einfach diese ganzen Krisen und eigentlich geht es nicht anders. Wir können leider nicht besser.
Wir können in vielen Dingen besser, da können wir gleich drüber reden. Aber ich habe gesagt, wir haben vieles von dem, was wir in dem Koalitionsvertrag angekündigt hatten und was diese Aufbruchstimmung auch ausgelöst hat, umgesetzt. Und zwar gut umgesetzt, manches handwerklich nicht ganz so gut. Das ist, können wir gerne drüber reden. Aber diese Krisen sind natürlich maßgeblich für die Stimmung in Deutschland. Und das Wahlergebnis haben wir nicht viel anders erwartet. Das muss ich wirklich sagen. Und es ist erschreckend, was mich aber am meisten erschreckt. Und auch wirklich, was das Bitterste ist an diesem Wahlergebnis, das ist eben die Zustimmung zu einer rechtsradikalen Partei, die sich ja in den letzten Monaten und Jahren immer weiter radikalisiert hat, die auch selbst offengelegt hat oder offengelegt bekam, wo ihre Konzepte liegen in der Deportation von Migranten, Migrantinnen und Migranten in der Frau Esken, Entschuldigung. Ja, das ist das Bitterste an diesem Wahlergebnis. Ja, aber bitter ist auch, dass Sie, es ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber es ist ehrlich gesagt ein bisschen symptomatisch für das, was da passiert. Sie sagen jetzt wieder, es ist eine rechtsextreme Partei. Die ganze Partei ist einfach rechtsextrem, pauschal. Die Partei ist rechtsextrem. Die ganze Partei. Also es gibt gute Gründe, warum jetzt auch gerichtsfest ist, dass die AfD in Und Sie sagen, Sie benutzen gerade das Wort Deportation. Ja. Niemand hat dort in Potsdam das Wort Deportation benutzt. Allerdings, Martin Sellner spricht bei allen seinen... Von Remigration. Nein, Martin Sellner spricht bei dort all seinen... Dort in Potsdam, das, was die Kollegen vom Korrektiv recherchiert haben, und wir hatten den Kollegen hier sitzen, hat selber auch darauf hingewiesen und sagte, da ist das Wort Remigration gefallen. Ja. Also warum benutzen Sie dann das Wort Deportation, was ja nochmal was ganz anderes ist? Dieses Neubesitzen von Begriffen, alten Begriffen durch neue, auf der Rechten, bei der neuen Rechten, das kennen wir schon. Okay. Das müssen wir hier, glaube ich, nicht debattieren. Es geht darum, dass Menschen Deutschland verlassen sollen, die hier seit Generationen leben, die Migrationsgeschichte mitbringen. Und trotzdem werden Sie gewählt, richtig, diese AfD. Ja. Sie haben 570.000 Leute an die AfD verloren. Ich weiß. 570.000. Ich bin mir darüber im Klaren. An diese Leute, die so böse sind, so rechtsextrem, wie Sie sie gerade beschreiben. Das hat mit böse Warum nichts zu tun. Warum gehen die dann von der guten SPD zur bösen AfD? Warum tun die das? Das hat mit böse nichts zu tun. Ich finde diese Kategorien auch wirklich unterkomplex, ganz ehrlich, muss ich mal sagen. Mhm. Die Konzepte der AfD sind zum einen menschenverachtend. Sie sind zum anderen für unsere Volkswirtschaft hochgefährlich, wenn wir, wie Herr Höcke sagt, mit 20-30% alles der Bevölkerung weniger... Warum gehen fast 600.000 von der SPD zur AfD? Ich finde schon, dass man's sagen muss, dass unsere Volkswirtschaft zusammenbrechen würde ohne diese Menschen und dass die AfD ansonsten nicht etwa die Programmatik, eine Programmatik auflegt, die scheinbar für die sogenannten kleinen Leute geeignet ist, die sie immer wieder anspricht, sondern es ist eine reiche Elitenpartei. Frau Saskia Esken, wenn Sie auch noch nur ein kleines bisschen Taktgefühl haben, dann treten Sie zurück von Ihrem Amt, so wie es eine Frau Andrea Nahles vor Jahren tat. Das sind Sie wirklich Ihren Wählern oder denen, die noch übrig geblieben sind, schuldig.